finde den Tag der offenen Tür sehr interessant. Man bekommt einen Einblick über die politische Arbeit. Also mir gefällt es ganz gut. Ich freue mich darauf, die Minister zu sehen und so ein bisschen einen Kontakt mit den Politikern zu haben. Ich glaube, der Tag der offenen Tür ist nicht nur ein ganz wichtiges Signal für Offenheit, für Dialog, für Gespräch, für Mitmachen, sondern das passiert hier auch tatsächlich. Es sind ja alle Ministerien vertreten und jeder hat sich was einfallen lassen. Wie lange sind Sie schon Ministerpräsident? 6 Jahre. Und machen Sie das gerne? Sehr gerne. Was machen Sie so in der Zeit? Ja, ich schaue, dass ich für Bayern und für die Menschen in Bayern viel Gutes bewirken kann. Dialog mit der Bevölkerung, das ist uns sehr wichtig. Natürlich gibt es in der Bevölkerung eine Vielzahl von Meinungen. Das ist dann die Kunst der Politik, die Meinungen auszugleichen, auszubalancieren, dass jeder Bürger und jede Bürgerin das Gefühl bekommt, wir werden gehört und wir werden mit unseren Interessen auch berücksichtigt. Unser Highlight für ihn waren die Tüterautos, die Polizeiautos und die Hubschrauber. Aber meint es wirklich politische Bildung, Information? Und diese Vorstellung jetzt gerade vom Ministerpräsident? Es ist die Chance, auf jeden Fall einmal die Regierungszentrale zu besichtigen, ein bisschen was darüber zu erfahren, wie wir arbeiten. Und ich habe bisher nur gut aufgelegte Menschen getroffen. Thank you.